Jnanvagna Vasishthasana, der Seitstütz mit gebeugtem Knie. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Vom Langsitz kommst du zur schiefen Ebene, Purvottasana, oder auch direkt zum Seitstütz. Seitstütz, du hast die Fußkante auf dem Boden, eine Hand auf dem Boden und hebst den anderen Arm hoch. Das wäre Vasishthasana, die Stellung des Heiligen Vasishtha, oft einfach genannt Seitstütz. Von hier ausgehend beugst du jetzt das obere Knie und gibst die Fußsohle an Knie oder Oberschenkel. Deshalb ist das Jnanvagna, denn Jnanvagna bedeutet gebeugt am Knie oder auch mit gebeugtem Knie. Und du hebst den Arm nach oben, gibst die Hand in Chin Mudra und schaust in die Verlängerung der Hand nach oben. Jnanvagna Vasishthasana hilft, die seitlichen Muskeln der Oberschenkel zu stärken, hilft auch, die Muskeln zu stärken um das Kreuzbein herum, seine Übungen um Hüft-Kreuzbein-Gelenke zu stabilisieren und hilft auch, Flexibilität mit Kraft zu verbinden. Jnanvagna Vasishthasana ist auch eine Gleichgewichtsübung und eine Übung, die dir hilft, dich auszurichten zum Himmel. Noch etwas zur Herkunft des Sanskrit-Namens. Vasishthasana ist benannt nach Vasishtha. Vasishtha zählt zu den sieben Rishis, den sieben mystischen Weisen. Vasishtha spielt auch eine Rolle im sogenannten Yoga Vasishtha, wo er auch gilt als einer derjenigen, die Hatha-Yoga gelehrt haben, insbesondere Pranayama. Und so ist angemessen, dass ein Asana nach ihm benannt wird. Jnanvagna heißt mit gebeugtem Knie oder mit herangebeugtem Knie. Also Jnanvagna Vasishthasana, die Stellung des Vasishtha mit gebeugtem Knie. Alle Infos zu den verschiedenen Variationen von Vasishthasana findest du auf unseren Internetseiten wiki.yoga-vidya.de.